Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Fanreporter Philipp mit Maximilian Munski vom Deutschen Ruderachter. Ihr habt gestern ein geiles Silber geholt. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, vielen Dank. Und jetzt stehen wir hier. Ich frage dich, dazu hat es nicht gereicht. Warum ist der Pool immer noch nicht eingeweiht, Max? Wir hatten so auf euch gesetzt, auf die Ruderer. Ja, also wir sind ja eher auf dem Wasser tätig und nicht im Wasser und deswegen scheuen wir uns, glaube ich, ein bisschen davor. Okay, es wird ein andermal stattfinden. Sag mal, ich habe eine Frage. Ihr sitzt da zu acht in diesem Boot hintereinander. Ist es ein bisschen wie auf einer Galeere manchmal, wie man sich das vorstellt in so Römerfilmen? Also im Prinzip ist es tatsächlich so. Wir rudern natürlich ein bisschen eleganter und schneller und das Boot ist nicht so breit, aber wir versuchen halt einfach dieses Boot so schnell wie möglich voranzubringen. Das haben die ja damals auch probiert. Ich glaube, die Wikinger auch. Also wenn man sowas in historischen Dokus sieht, muss man immer schon ein bisschen schmunzeln, weil es doch manchmal Ähnlichkeit hat. Ja. Ihr habt den Martin mit dabei, euren Steuermann, und der gibt euch Kommandos. Früher war das, glaube ich, mit so einer Flüstertüte. Heute ist das anders. Wie hört ihr den? Wie kommt es bei euch an? Habt ihr einen Knopf im Ohr oder sind da Lautsprecher oder wie läuft das? Ja, also in dem Achter ist so ein Lautsprechersystem verbaut und Martin hat so eine Sprechbox, also quasi einen Verstärker, und der ist an die Boxen angeschlossen und es gibt, glaube ich, 4 Boxen im ganzen Boot, die dann verteilt sind, und darüber hören wir ihn, weil sonst müsste er ziemlich laut schreien und das ist ja auf Dauer nicht möglich bei ihm oder generell. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Hey, was hast du noch vor in Rio jetzt mit der Silbermedaille? Machst du noch ein bisschen Urlaub oder geht's direkt nach Hause weiter trainieren? Was machst du? Ja, also heute ist ja sozusagen unser erster Tag in Freiheit. Wir haben ja jetzt echt in Abstinenz gelebt quasi und feiern jetzt sozusagen erstmal unsere Silbermedaille. Mein Vater ist leider schon nach Hause geflogen gestern Abend, aber meine Freundin ist noch hier und ich habe auch noch ein paar Freunde, ja, die mich auch hier besuchen, und wir werden jetzt zum Beispiel heute einfach uns an den Strand legen, die Sonne genießen, und übermorgen gehen wir auch noch Sport angucken, Leichtathletik und Gewicht heben, und ja, werden einfach mal ein bisschen Rio entdecken, was wir bis jetzt ja leider noch nicht konnten, aber dafür haben wir jetzt noch eine Woche Zeit und darauf freue ich mich. Ja, perfekt, das glaube ich. Ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Zeit in Rio, viel Spaß mit deiner Silbermedaille, mit diesem tollen Erfolg, und auf weitere tolle Erfolge viel Glück wünsche ich. Ja, vielen Dank.